Jo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Tag. Und zuallererst möchte ich nochmal eine Sache sagen. Und zwar vielen Dank für die 1K, für die 1000 Abonnenten. Das war eine große Überraschung, weil am Ende ging das so schnell mit den 1000. Das hätte ich nicht gedacht. Und ja, es kommt noch ein Video dazu, aber das wird wahrscheinlich noch ein, vielleicht kommt es morgen, aber vielleicht auch erst in 2 Wochen, da ich jetzt nochmal eine Woche in die Ferien fahre. Weil ich war jetzt ja 4 Wochen weg. Sonst wäre das Video auch schon viel früher gekommen. Aber ja, das wollte ich aber nochmal kurz vor der Folge sagen. Vielen Dank für diese 1000 Abonnenten. Ja, das war's auch schon mit der kurzen Ansage. Wir sehen uns dann im Video wieder. Bis gleich. Ihr esst mir aus der Hand, so wie es aussieht. Molly. Yo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Tag. Mit dabei sind heute 2 Leute, und zwar Hedox. Hey mein Lieben, ich bin's wieder Hedox. Und heute zeige ich mir wieder, wie man sich richtig fetten Knacker schiebt. Das Ganze habe ich bei Ghost gelernt. Ich wurde gebannt. Als ob du wieder gebannt wurdest. So. Lol, easy. GG, Digga. Wo bist du gestorben? Ja. Ich bin runtergebackt. Hä, warum bin ich jetzt auf einmal runtergebackt? Jo Leute, wir sind jetzt in der nächsten Runde. Weil wir gerade ja schon mal frisch gebannt wurden, ne? Und mit dabei ist auch der Skis, wie schon gesagt. Hallo? Und ja, ich wollte euch mal meinen Glide zeigen jetzt, also von dem Client. Weil der ist eigentlich ziemlich cool. Nur, dass man danach irgendwie manchmal ganz zufällig gebannt wird. Das liegt nicht an dem Glide, sondern irgendwas hast du falsch an. Ja, ich kapiere es auch nicht, aber ich habe jetzt locker schon 10 Alts verschwendet oder mehr. Das ist echt nervig. Ach du Scheiße, okay, oder? Ich bin runtergesprungen, bin so tief gefallen und dann hab ich vergessen, Glide zu halten. Sagen wir, wir haben auch so eine große Map, ne? Ja, guck mal zu, ich Scaffold Walker. Guck mal, ob der Scaffold Walker halbwegs gut ist. Ja, okay, mach mal. Ja, du gehst sogar rückwärts. Ja. Oh. Ja, sieht witzig aus. Kannst du dir in der Aufnahme anschauen. Ich hol mir schon mal ein bisschen Eisen, so als Safety. Oh lol. Zurückgeflaggt. Warum auch immer, ich habe gar nichts an, kein Speed. Lol. So, Rüstung hol ich mir noch. Soll ich, mein Gott, das ist so scheiße, dass Rommel jetzt Anti-Velocity bringt. Ja, das ist hier, ist also auch noch Basten, ne? Das Anti-Cheat wird immer besser von dem. Da kommt einer zu uns übrigens, ne? Ja. Oh, ich sollte mal vielleicht Dings aber ausmachen. Ah, er ist da. Oh lol. Ich hol ihn mir mal. Ich hab ihn. Ich glaube, ich flieg mal zu Rot rüber. Okay, warte. Geh mal weg. Dieser Tower ist auch echt lecker. Da kommt einer. Ah ja, ich seh's. Leute, was machst du da, Alter? Das aussieht, Mann. Das sieht so geil aus. Ja, er ist, oder? Alter, du kriegst es noch hin. Leute, was machst du da, Alter? Wie das aussieht. Fuck. Du bist gestorben. Ich hab's noch. Er ist runtergefallen. Aber wie viele Leute kommen denn da, bitte? Jetzt kommen rote, blaue und alles. Und er fällt einfach runter. Es kommt noch ein roter, Alter. Soll ich einfach zu Rot fliegen? Ich flieg auch zu Rot. Also, ich hoffe mal nicht runterfallen. Ich bekomme scheiß viel Damage. Ja, ich auch. Ich bin auf 4. Okay, ich bin an Damage gestorben. Geil. Die Map ist viel zu groß. Ja, die ist echt groß. Dann lass uns mal ein bisschen mehr Scaffolden. Okay. Aber Scaffolden ist eigentlich auch ein bisschen... Ja, wir probieren es einfach, okay? Mhm. Ich code den Kleid erst seit einer Woche oder so und. Also dafür hat er schon ein Glide, nicht schlecht. Und gerade läuft auch richtig epische Musik.
Passt du auf, dass jemand kommt? Ja, da kommt einer. Ich mach mal Killer ran. Ja, mach du den mal bitte. Das Bett. Er hat unser Bett. Hast du vielleicht nicht aufgepasst? Ich bin nicht in unserer Base. Ja, geil, Alter. Ja, dann ist auch klar. Alter, es kommen immer mehr Blaue zu mir eigentlich. Was wollen die eigentlich hier alle? Ich geh jetzt in Blau. Wirk mich jetzt. Okay, ich hab mir keine Spitzhacke. Ach, ich dachte, du wärst schon tot. Okay, dann ist ja gut. Dann lass mal nicht fliegen, ne? Das ist ein bisschen risky. Ohne Auto-Armor ist auch ein bisschen kacke. Ah. Alter, der Tower ist echt lecker einfach nur. Können wir mal gleich testen, welcher besser ist, meiner oder deiner? Ich komm mal zu dir. Ich glaube, meiner ist ein bisschen schneller. Ah, komm. Da kommt ein roter Mann, weil das ist gut. Ja, ist schon eh unten. Ich nehme ja nur 15% noch weg. Ich glaube, ich gehe mal zu grün, weil die sind... Hier, komm mal kurz hier hin. Hier. Ich bin komm gerade hoch. In der Mitte. Ja, ich bin hier. Bist du der das? Bist du der hier vor mir? Ja, bist du. Okay, lass mal 3, 2, 1. Oh lol, deiner ist echt ein bisschen schneller. Bisschen schneller. Lol. Okay, wir haben ja eh kein Bett mehr, deswegen können wir durchgehen. Ich wurde gebannt, Hacking Light. Oh fuck. Okay, ich pass mal besser auf. Hey, hier hat sich gerade. Hat er sich gerade noch einer noch umgetauert? Oder nicht? Nee? Der hat noch Back. Schießt du bitte noch alt? Hey, warum gehen die alle in meine Base? Unser Bett ist doch eh schon kaputt. Schießt du mir noch ein alt? Ah, es ist ja Quickbird Wars, lol. Schießt du mir noch ein alt? Ja, warte, ich muss kurz. Ich bin auch noch in der Runde. Warte mal kurz, ich räume kurz mein Zimmer kurz auf. Ja, ist schon. Das juckt jetzt bestimmt alle Zuschauer. Team Rot wurde zerstört. Ach, das Bett von denen. Ah, geil. Jetzt kann ich sie schön abschlachten. Wie die Hühner. Oh, lol, ich back im Boden. Alles klar. Was macht denn der Typ hier? Bleib doch mal stehen. Wie gesagt, ich spiele heute mit Jelly, ne? Das ist ein Client. Kostet 10 Euro und... Ich werde auch noch ein Review darüber machen, wahrscheinlich. Und der hat eine ziemlich gute Aura und so weiter. Hatte der gerade ein Dia? Der hat ein Dia-Schwert. Ach, stimmt. Ja, man kann. Ist ja Quick Bad Wars, ne? Ghost, ich muss danach. Wann kannst du morgen? Ja, ich kann morgen bis 11 oder so. Nee, wann kannst du morgen? Das besprechen wir nach der Aufnahme, okay? Ja, okay. Ach so, du nimmst doch auf. Ja. Auf. Ach so, es gibt gar keine Betten mehr. Es lebt nur noch ein anderer, GG. Ja, wir töten den. Und der ist gerade vor mir hier. Lol, der war jetzt aber easy. Also okay, war der Tower schon gut von mir, oder? Wie bitte? Also bei meinem Tower muss man halt Leertaste gedrückt halten oder einmal drücken. Ja, ist genauso wie bei Dings da, bei... Ikaus. Nee, es gibt noch so einen anderen Client. So dieser neue da, der ist so geil. Ja, aber das war schon mal die erste Runde. Wir sehen uns dann gleich wieder in der zweiten Runde. Bis gleich. Ja Leute, willkommen zurück. Ich bin jetzt nochmal in QSG gegangen. Und irgendwie die Storage ESP. Nicht so ganz. Okay. Aber ich habe schon mal ein Schwert. Das ist schon mal sehr vorzüglich. So. Mit Beorb ist das auch alles noch ein bisschen schöner. Okay. Ich habe einen Diabust. Ich habe eine Diabust. Nein. Du stirbst. Ich sterb beide. So, die haben wir schon mal. Ich gehe mal kurz nach hier hinten, um mich ein bisschen equipmäßig auszurüsten. So. Ich esse kurz mal was. So, da kommt auch schon mein nächster Gegner. Dein Eisenschwert. Ja, oder? Ja, hatte er. Tatsächlich ein Eisenschwert. So, gehen wir mal weiter zu diesem netten Dude hier. Lol. Okay, den haben wir schon mal. Weil manchmal haben die irgendwie keine Rüstung an bei dem Client. Okay, das war schon mal die Runde QSG danach.
Ja, und manche fragen sich wahrscheinlich jetzt, was jetzt mit dem Librex bzw. Codex Client ist. Der Client wird erstmal nicht weiterentwickelt. Also Team Librex gibt es ja immer noch, aber es soll ein neues Team gemacht namens Team Codex. Und dieses Team, in diesem Team sollte auch der Librex Client weitergemacht werden, weil Nextcode da auch drin ist, der Entwickler vom Librex Client. Und ja, der wurde jetzt auch weitergemacht, aber Nextcode ist halt gequittet. Und der Client ist halt jetzt schon veraltet, nach 4 Wochen, die ich weg war. Also sagen die meisten, und ich finde auch selber, die Killaura ist nicht mehr so, ja, nicht mehr so lecker. Und ja, hat gute Speedmodes und so, aber Killaura ist halt nicht so geil. Und ja, deswegen wird der Client erstmal nicht verkauft. Ihr könnt auch die jetzige Version von mir aus kaufen, aber was wollt ihr damit? Ich meine, das ist ein guter Client, aber die Killaura ist halt nicht mehr aktuell. Der Rest ist ziemlich gut, aber ja. Ja, das war's auch eigentlich schon mit dem Video. Vielen Dank nochmal für die 1K. Und das Video dazu kommt auch bald. Ja, dann bis zum nächsten Video. Ciao.